Hallo ihr Lieben, heute habe ich ein kleines Special für euch. Und zwar zu Mario Cats von Erin Hunter. Und zwar geht es darum, ich habe ja hier das Buch gelesen. Und das erste, was mir aufgefallen ist, als ich das Buch aufgeschlagen habe, ist, dass da drin schon steht, was rauskommen wird. Und zwar einmal da. Und einmal hier. Und zwar ist das einmal Distelplatz Geschichte, ein Short Adventure. Also denke ich, ist das wieder so ein kleines Heftchen wie bei Wolkensteins Reise. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und der erste Kampf, der dritte Band von dem hier. Da gibt es auch schon ein Cover dazu. Das zeige ich euch hier. Und zu Distelplatz Geschichte gibt es auch ein Cover. Und das zeige ich auch einfach hier. Und ich kann euch sogar schon sagen, wann die beiden Bücher rauskommen werden. Und ich schaue schon wieder nur mich an. Hier so. Statt euch. Und zwar, ich muss auf mein Handy schauen. Und zwar erscheinen die beiden Bücher. Erscheinen am 8. Februar. Das sind noch jetzt 2 Monate. Das ist gar nicht mehr so lang hin. Das freut mich. Und ja, genau, diese Platzgeschichte erscheint auch am 8. Februar. Und zwar kann man schon jetzt auf warriorcats.de, ich schreibe das einfach unten in die Beschreibung, kann man sich diese Platzgeschichte anhören in einem Adventskalender. Aber ich glaube, man kann immer nur ja, das Türchen steht nur 3 Tage offen und ich glaube, heute kann man den ersten Tag auch nur noch, ich weiß es nicht, ich gucke nachher, wenn ich das hier schneide, dann füge ich das auch irgendwie einmal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall werde ich euch das sagen. Ich habe bei Amazon habe ich auch gesehen, wie der vierte Band heißt, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Da gab es noch keine Cover dazu. Aber das haben wir gleich. Für was gibt es schon Smartphones? Und anscheinend gibt es auch für nächstes Jahr als für in 2 Jahren eigentlich. Kalender, das finde ich ganz interessant. Mario Cats Kalender 2017, Monatskalender zum Aufhängen. Es ist leider kein Bild dabei und es kostet so viel wie ein Buch von Mario Cats, also 14,95. Und ein Schülerkalender. Das ist jetzt zwar nichts mehr für mich, weil die haben ja immer so komische Felder, brauche ich nicht mehr. Für 2016, 2017, im Mai 2016 erscheint das. Da ist es ja. Warrior Cats, der Ursprung der Clans. Der leuchtende Stern heißt der vierte Band. Das kann ich euch sogar mal zeigen. Es ist zwar kein Cover dabei, aber hier könnt ihr das lesen. Ein Erscheinungstermin. 9. Mai 2016. Also 3 Monate später als der entschuldigt. Als der dritte Band. Da bin ich mal gespannt, ob das sich noch verschiebt oder ob das so bleibt oder früher kommt, später kommt, wie auch immer. Ja, das
war es jetzt erstmal mit meinen Infos. Ich weiß nicht, soll ich dazu eine Rezension machen oder soll ich so machen wie bei den anderen Büchern oder anderen Staffeln und nächstes Jahr denke ich irgendwann die komplette Staffel rezensieren oder jedes Buch einzeln? Entscheidet ihr mal. Schreibt es in die Kommentare unten und ja, ich werde ja dann sehen, was ihr so sagt. Wenn ihr nichts sagt, dann mache ich das einfach so, dass ich dann nächstes Jahr, wenn alle Bücher draußen sind, eine große Rezension mache, wie mit den anderen Staffeln und ansonsten mache ich halt jedes Buch einzeln. Ich finde auf jeden Fall die Cover auch schön, denn diese Szene hier kommt auch im Buch vor. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ich weiß nie, wer die Katzen auf dem Cover sind. Vielleicht finde ich das jetzt gerade schnell. Also da stehen ja nie die Farben, die Augenfarben drin. Ah doch, von den wichtigen. Schlanker, grauer Kater mit goldgelben Augen. Das könnte dann doch glatt grauer Flug sein. Wie sieht denn dann aus? Hellroter Kater. Nein, Donner ist es dann nicht. Grauer Flug. Bevor das Video jetzt noch länger wird und ich das gar nicht mehr heute hochgeladen kriege und ihr dann den Adventskalender nicht sehen könnt, das wäre schade. Also, ich würde mich wie gesagt über Kommentare freuen. Über positive oder negative Kritik, über einen Daumen hoch oder Daumen runter. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch abonnieren, dann seid ihr immer direkt informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und bis zum nächsten Mal, eure Anna.